Hallo ihr Lieben, willkommen auf eurem Kanal Kraft der Seelen Tarot. Ich bin Cynthia und heute schauen wir uns die nächsten 3 Monate an. Juli, August, fast schon bis Mitte Oktober eigentlich, da das Video nicht Anfang Juli erscheint. Und schauen, was wichtig ist, was die geistige Welt für Nachrichten für euch bereithält. Nochmal hier kurz der Hinweis, es erscheinen ja jeden Tag Videos für alle Zeichen. Es gibt inzwischen für jedes Zeichen eine eigene Playlist. Solltet ihr also ein Video verpasst haben, könnt ihr auf meinem Kanal auf den Button Playlists klicken und euch da eure Playlist für euer Zeichen raussuchen. Vielleicht ist da was dabei, was ihr noch nicht gesehen habt, was aber interessant für euch wäre. So, wie immer der kurze Hinweis, dass es natürlich eine allgemeine Legung ist, ja, liegt in der Natur der Sache. Hier wird die Energie des Kollektivs gechannelt. Dementsprechend kann es sein, dass es nicht ganz oder nicht mit euch resoniert. Das ist nicht schlimm, dann war es nicht eure Energie. Wenn es mit euch resoniert, dann macht es absolut Sinn, sich am Ende dieser Legung noch euren Aszendenten bei Gefühls- und Partnerschaftsthemen Aszendent, Mond, Venus mit anzuschauen. Die Zeichen bzw. die Info, was da euer Zeichen ist, findet ihr auf astroschmidt.ch. Da könnt ihr kostenlos mit eurer Geburtszeit, Ort und Datum ganz kostenfrei eure Radix erstellen lassen. Da findet ihr dann links neben eurer Radix eine Liste, wo drin steht, welche Planeten, Zeichen, Konstellationen zu eurer Geburt vorgeherrscht haben. So, und dann würde ich sagen, alles ist gesagt, fangen wir an. Wir bitten die geistige Welt um Informationen und Impulse für die Schützen für die nächsten 3 Monate, Juli, August, September bis Mitte Oktober, und fragen nach der Hauptenergie. Okay, vielen Dank. 5 der Schwerter. Das Hauptenergie für euch Schützen. Ritter der Stäbe auf dem Kopf, König der Schwerter auf dem Kopf, für der Turm, der Gehängte. 6 der Stäbe auf dem Kopf und die Königin der Münzen. So, wir haben Widder-Energie und wir haben Wassermann-Energie hier. Sieht man alles? Ich habe mich hier so herzallerliebst dick ausgebreitet. Ja, so. Also, 5 der Schwerter. Es kann sein, dass ihr in Situationen kommt, wo ihr euch fragt, war das jetzt ein Gewinn oder war das ein Verlust? War das ein Sieg oder war das eine Niederlage? Also das Bewerten von Situationen, von Ereignissen ist so die überwiegende, die Hauptenergie, die euch begleitet, ja, wo ihr manchmal nicht wisst, wozu war das jetzt gut? War das überhaupt für irgendwas gut? Wo sich der positive Aspekt noch nicht direkt rauskristallisiert oder das Gefühl, dass das wirklich jetzt sinnvoll war und für was gut war, sich noch nicht direkt einstellt. Das kann auch sein, dass hier einige von euch beispielsweise eine Migräneattacke bekommen und nicht zur Arbeit fahren können. Und ihr euch denkt, boah, nee, habe ich jetzt wirklich keine Lust drauf. Migräne wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht. Und ein paar Stunden später seht ihr im Radio, hört ihr im Radio oder schaut im Fernsehen, dass es auf eurer Strecke zur Arbeit einen riesen Verkehrsunfall gab. Ja? So Situationen können da auf euch zukommen, wo sich im Nachhinein erst rausstellt, okay, war doch für was gut. So. Seid ihr schon mal vorgewarnt. Was kommt da jetzt auf euch zu, die nächsten 3 Monate? Ja, da wird wirklich, einige von euch werden sich streckenweise wirklich ein bisschen matt fühlen. Einige von euch haben das Bedürfnis nach Ruhe, nach Rückzug. Ja, so nach dem Motto, quatsch mich nicht voll, lass uns morgen drüber sprechen. Ja, oder ich melde mich. Da sind aber auch viele Momente,
die sehr überraschend kommen, das kann eine Kündigung sein, das kann ein Beziehungsaus sein. Das kann sein, dass eine Freundschaft sich als falsch und verlogen rausstellt. Das kann sein, dass man euch mit irgendeinem Vertrag über den Tisch gezogen hat und ihr jetzt plötzlich irgendwie ein 24-Monats-Abo an der Backe habt. So Dinge können passieren, ja. Der Punkt ist, dass ihr so ein bisschen nicht ganz mit dem Boden auf den mit den Füßen auf dem Boden seid. Da sind Menschen, die auch sehr gekonnt euch ein X für ein U vormachen. Das liegt in eurem großen Vertrauen, was ihr diesen Menschen oder der Sache zukommen lasst. Ja. Generell gilt natürlich immer, wenn sich etwas zu schön anhört, um wahr zu sein, dann prüft es auf jeden Fall. Damit möchte ich jetzt nicht irgendwie eine unbegründete Skepsis oder unbegründete Zweifel in euch schüren. Es ist nur wichtig, dass ihr nicht blind in Dinge reinlauft, ja, dass dadurch, dass ihr so ein bisschen schwimmt, sag ich mal, streckenweise und Situationen vielleicht nicht ganz so einschätzen könnt oder vielleicht in der Vergangenheit auch so viel passiert ist, dass euch so ein bisschen die Kraft fehlt, da gibt man natürlich ganz gerne auch mal Verantwortung ab. Was an und für sich kein Problem ist, wenn man Menschen hat, wo man weiß, okay, auf die kann ich Häuser bauen, die stürzen nicht ein. Alles, was Vertragsangelegenheiten angeht, alles, was Gesundheitsangelegenheiten angeht, auch psychische Gesundheit, ja, geht da ein bisschen in die Eigeninitiative. Es kann sein, dass Menschen euch ansonsten wirklich ja, in eine falsche Richtung leiten. Das ist ein bisschen herausfordernd, aber sobald ihr wirklich, und selbst wenn ihr sagt, ich möchte mich noch nicht entscheiden, für was auch immer, ich möchte dieses Gespräch noch nicht führen, ich brauche ein bisschen Zeit, nehmt euch diese Zeit, ja, das ist wichtig. Ich weiß gar nicht, wer es war, Jungfrau, Waage, Löwe, ich bin mir nicht mehr sicher, wo ich auch gesagt habe, schlaf 3 Nächte über eine Entscheidung, anstatt irgendwie einen Schnellschuss zu starten, der nachher auf euch zurückkommt, wo ihr die Leidtragenden seid. Ich kann euch aber sagen, was hier liegt, ist, jeder Abbruch, jede Trennung, jede schmerzhafte Erkenntnis, jede radikale Veränderung, die da auf euch zukommen könnte in den nächsten 3 Monaten, ist ein Befreiungsschlag eigentlich, ja. Auch wenn das vielleicht erstmal, das können Dinge sein, die wirklich wehtun, die euch schockieren, die, wo ihr denkt so, boah, pff, echt jetzt, auch das noch. Das ist wie ein altes, zerfallenes Haus einreißen, ja. Dann habt ihr Grund und Boden, um was Neues aufzubauen. Diese, ich sag mal, Krisen in Anführungszeichen, diese gravierenden Veränderungen, diese einschneidenden Veränderungen schaffen Platz für etwas, was viel, 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 viel besser ist. Das heißt, ihr kommt mehr zu euch. Das ist eine wabrige Zeit, das gebe ich zu. Ja. Manchmal passieren die Dinge auch einfach, ohne dass ihr, trotz bester Vorbereitung und 3-mal prüfen, passieren die Dinge einfach. Das ist eine Energie, das ist eine Abrissbirnenenergie, die nötig ist, um euch wirklich in das Leben zu bringen, was ihr euch wünscht. Um das Geld auf dem Konto zu haben, was ihr euch wünscht. Um in den Spiegel gucken zu können und sagen zu können, ja Mann, ich fühle mich schön. sich vital zu fühlen. Um über sich hinauszuwachsen, um den Selbstwert wachsen lassen zu können, festigen zu können. Das alles sind Dinge. Und manchmal macht ihr das auch selber. Also das ist nicht so, dass das jetzt hier die Opferlegung ist. Es passieren euch schreckliche Dinge. Nein, um Gottes Willen. Ja. Es passieren einschneidende Veränderungen. Und manchmal seid ihr auch diejenigen, die sagen,
will ich nicht mehr. Ne? Also wir, Beispiel Beziehung, wir teilen nicht mehr die gleichen Werte, wir können nicht richtig miteinander reden und unser Intimleben ist auch irgendwie mehr schlecht als recht, kann ich nicht mehr, will ich nicht mehr. Und das können auch Beziehungen sein, die wirklich schon lange, lange laufen, wo ihr sagt, nee, jetzt ist vorbei, jetzt, ihr macht dann den Schlussstrich. Ähnlich im Job, ja. Wenn ihr seht, ihr kommt da nicht weiter und es ist alles nur noch zäh und ihr ja, fühlt euch gefangen und macht das eigentlich nur noch, weil irgendwer sagt, so ja, aber das zahlt ja deine Miete, habt ihr keine Lust mehr drauf, ja, ihr geht weiter. Einige von euch machen sich mit etwas selbstständig, was so in die Richtung entweder Schönheit geht oder... ich bin 30 und fange von vorn an. Welche Richtung soll ich gehen? Coaching, alles, was wohltuend ist und wo man nochmal von vorn anfangen kann. Alles in dem Bereich, ja. Könnte hier auch wahnsinnig gutes Potenzial haben für eine Selbstständigkeit. Wir legen da nochmal drauf. So, Königin der Schwerter. Ja, ihr erreicht definitiv durch diese Situationen eine Souveränität, die ihresgleichen sucht. Ne? Das ist, das sind Befreiungsschlagmonate, wo ihr ja, Jobs entschmeißt, wo ihr euch auch mal eine Weile treiben lasst. Was ich eben gesagt habe, dass wo ich eben meinte, besser mal 3 Nächte drüber schlafen. Manchmal regeln sich die Dinge auch einfach so für euch. 2 der Stäbe, es geht nach vorne. Also was auch immer da an Veränderungen auf euch zukommt, wo auch immer ihr euch fragt, wozu war das denn jetzt gut, das eröffnet euch neue Türen, neue Möglichkeiten. Hier gibt es auch einige, die wirklich, wo auch immer ihr jetzt gerade herkommt, Deutschland, Österreich, Schweiz, keine Ahnung, wo ihr sagt, nee, ich möchte mal in einem anderen Land wohnen. Und wenn es nur für ein paar Wochen, Monate ist, ich möchte es mal ausprobieren. Das alles steht unter einem guten Stern. Meine Lieben, ich sehe jetzt schon die bösen Kommentare hier vom inneren Auge. Ja, richtet euch wirklich auf das aus, was da Positives kommt. Und wie gesagt, ihr werdet durch diese, wie auch immer, gearteten Veränderungen über euch hinauswachsen. Das macht euch stärker. Wenn ihr euch auch irgendwie ausgeliefert, verraten und verkauft vorkommen mögt, immer mal irgendwie oder mal in den nächsten 3 Monaten, seht es wirklich als, das musste jetzt passieren, damit was viel Besseres, Bereichernderes in mein Leben kommt. Meine Lieben, Daumen sind gedrückt, dass es nicht allzu weh tut, nicht allzu radikal ist und ihr das auf einer Pobacke absitzen könnt. Schaut euch euren Aszendent Mond Venus noch mit an, dann habt ihr alle Informationen. Ich wünsche euch wundervolle 3 Monate mit vielen tollen neuen Möglichkeiten. Alles, alles Liebe und bis ganz, ganz bald.